Oh, der hat sein kleines Fullpix. So. Dankeschön. Ja, das nervige anscheinend die Barschweise, du brauchst ein weibliches, ne? Aber ich glaube, früher waren es die weiblichen. Und schön Schuppe, auf jeden Fall war das. Das war echt, in Rubin Saphir war das super tricky zu entwickeln. Ne? Aber vielleicht haben sie das auch wieder geändert oder nicht geändert. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, weil Fake News früher, man braucht ein weibliches, so nach dem Motto, ne? So, Dialog wieder. Opa, wir haben das Kristall mitgebracht. Louis, Hanna, es tut mir leid. Oh nein, was ist passiert? Die Maske wurde gestohlen. Die Maske des Oni. Jo, war hier und hat sie mitgenommen. Was? Warum das denn? Hast du ihm etwa die Sache mit dem Oni erzählt? Nein. Ach, sorry. Ich weiß, dass du ihm nicht einfach erzählen würdest. Yoshi mit der Maske in Richtung des Gefährtenplatzes zu laufen. Ich denke, es wäre das Beste, jetzt bei folgt ihm. Der Gefährtenplatz. Es ist immer schön, dass sie mir hier Ebenen nennen, die ich eh nicht verstehe. Da ist der Gefährtenplatz. Okay, das ist tatsächlich ums Eck. Das ist ja ums Eck. Ich feiere übrigens diesen Karpador-Brunnen. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir so einen in den Garten stellen. Dann hätte ich auch aus Marmor. Ich hätte aus Marmor einen Karpador-Brunnen. Am besten zwei. So ein kleiner Karpador und so ein großer. Oh nein, wo bin ich jetzt reingelaufen? Das wäre richtig cool. Um Milotic zu bekommen, muss man Barschwein eine Schuppe geben und tauschen. Und Dankeschön. Und Hello natürlich. Das war vorher nicht so. War das vorher auch so? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. In meinen Erinnerungen war das auf jeden Fall mit dem Schönheitswettbewerb. Da kann ich mich dran erinnern. Ah, seit Gen 5 ist es die Schönschuppe. Früher war nur Schönheit. Krass. Oh, Melothek war richtig schwer zu bekommen. Aber ich hatte es damals. Ich hatte es. Nach ganz ewig, bis man es geangelt hat. Bis man das geangelt hat, das war ja Ewigkeitswerk, ne? Früher musste der Käsefisch den Schönheitsziegel gewinnen. Ich mochte Barschwa. Ich finde Barschwa sweet. Wir tun jetzt Jo mal schimpfen, was das soll. Aber jetzt, glaube ich, kommen dann die anderen drei. Der steht hier schon so vor den Statuen. Louis. Jo, sag mal, geht's noch? Was soll das bitte? Ihr wusstet es, oder? Dass der Oni eigentlich gar nicht böse ist. Oh nein, jetzt ist es schlimm. Die drei Gefährten sind, die waren bösen. Aber ausgestoßen wurde der Oni. Ja, das wussten wir. Und ihr beide seid auch nicht besser. Oh nein, jetzt ist es auf uns. Er hat mich einfach ausgeschlossen und euch heimlich mit dem Oni getroffen. Sorry, das ist ein Missverständnis. Ich sag genau wie die Dorfbewohner damals. Dabei wisst ihr doch, wie wichtig mir der Oni ist. Aber nein, ihr tut so, als hättet ihr keine Ahnung von nichts und lacht dann auch noch hinter meinem Rücken über mich. Das stimmt doch gar nicht. Lügner! Lügner! Jo, was ist los mit dir? Ich glaube, er dreht durch. Ich glaube, er ist wahnsinnig. Du bist nicht du selbst. Louis, kämpf gegen mich. Wenn du gewinnst, gebe ich die Maske zurück. Also los, kämpf gegen mich. Okay. Schon wieder. Gut, fangen wir an. Es sei denn, er hat jetzt irgendwas Gepimptes. Geh auf Position. Oder es passiert was. Jetzt bekommst du meine ganze Kraft zu spüren. Wir hatten doch vor 5 Minuten gegen ihn gekämpft. LOL, was? Wir müssen wieder gegen ihn kämpfen? Louis verhaut Kinder, ja. Und schon hat er ja ein Mega. Wisst ihr was? What the fuck? Wann hat er das bekommen, Leute? Wann ist das passiert? Bitteschön. Oh, so einfach werde ich dir das nicht überlassen. Und auf einmal hat er ja ein Mega. Das ist schon crazy. Und auf einmal machen wir keinen Schaden mehr. Hm, nicht cool. Ich sehe jetzt schon, er macht jetzt auch eine Windattacke, eine Flugattacke und Jan Mega findet das nicht, mein Ladybug findet das nicht gut. Ich verstehe Pokémon manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin im Level höher. Ich mache die effektive Attacke. Und trotzdem gehe ich drauf. What the fuck? Karpador, ja, wir müssen Karpador hier einsetzen. Karpador würde alles platt machen. Karpador würde ja alles platt machen. Oder Voltrean, ne? Voltrean macht aus als Blatt. Dankeschön. Ich finde komisch, warum wir jetzt wieder kämpfen müssen. Das. Jetzt kommt Skorgler, okay. Das ist neu, das hat er vorher noch nicht. Wirkungslos. Ja, mehr kann ich nicht machen.
Mehr kann ich hier nicht machen als Luftstoß. Ich hätte jetzt noch gehofft, es kommt ein Crit. Das wäre noch gut gewesen. Safcon, der tankt alles zu Tode. Safcon besteht nämlich aus ganz vielen kleinen Nokia-Handys. Wusstet ihr das? Deshalb ist Safcon auch unzerstörbar. Das ist echt Glück, was? Ja, ja. Der sagt, der kleine Junge hier. Moltres bleibt jetzt erstmal. Jetzt kommt ein Urgel! Euer Urgel! Wo kommt Urgel her? Ihr seht das alles, oder? Meine Cam ist nicht dumm. Ah, sie überdeckt nur den kleinen Jungen. Dann passt ja. Urgel ist cool. Wenn er das Pikachu im Maul hat, das ist einfach Zucker, ne? Die alten Nokia-Handys, muss man dazu sagen. Oh ja. Macht Nokia noch Handys? Ich glaube nicht mehr, ne? Und jetzt kommt Quappo. Jetzt haben wir Elektro-Pokémon gegen Quappo. Ist eigentlich ganz cool. Ich bin froh, dass wir Voltren mit reingenommen haben. Wo ist denn wie Senior eigentlich? Oh, er hat noch ein Pokémon. Okay. Er hat noch ein Pokémon. Ich hab wie Senior schon kurz vermisst. Oh, sein Quappo ist echt tanky. Was ist hier los? Ich sehe schon kommen. Jetzt sterbe ich gleich wieder. Dieses Pokémon-Game. Putz. Mal schauen, ob wir es überleben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Natürlich nicht. Wo ist dieses, das Pokémon früher so dir zuliebe noch einen Hit aushalten? Wo war das denn in welchen Games? Oder sind meine Pokémon einfach so unglücklich, dass sie das nicht mehr machen? Das kann natürlich auch sein. Ich finde krass, dass wir jetzt nochmal gegen ihn... Oh nein, jetzt habe ich die falsche Attacke genommen. Ah, es war trotzdem sehr effektiv. Es war trotzdem sehr effektiv. Der eine Hit haben nur die Gegner bekommen. Ach, krass. Als nächstes kommt Nexus zur Apfel. Oh nein. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass der uns fertig macht, ne? Ja. Wir müssen den anderen wieder hochheilen. Das war auch in Gen 4 Remakes. Dass die dir zu lieb was aushalten. Schon, oder? Da ist er belieber. Weil das war doch immer so... Ich weiß es gar nicht mehr, wann das war. Das war auf jeden Fall cool. Aber es kann auch sein, dass meine Pokémon mich nicht genug lieben, dass sie mir zuliebe jetzt noch ein Leben irgendwie haben. Vielleicht tue ich offline ein bisschen meine Pokémon trainieren. Mit Sonderbonbons. Ganz vielen Sonderbonbons. Ich hoffe einfach... Ah ja, ist zurückgeschickt. Dankeschön. Wir haben es zur Apfel besiegt. Was ist mit seinem Visenior passiert? Der hat Visenior einfach aufgegeben. Visenior wäre auch nicht mehr. 41 ist schon... Oh, Gigasauger. Ja, warum nicht? Kommt der Megasauger weg. Megasauger, digitiert zu! Gigasauger. Sehr schön, wir haben Jo besiegt. Mich hat es tierisch genervt, dass die Pokémon noch ein Leben übrig hatten. Also von meinen eigenen finde ich nicht schlimm. Von meinen eigenen ist es in Ordnung. Vom Gegner ist es nicht so cool. ich kann mich noch so anstrengen, so stark wie du, werde ich nie. Ich habe auch die Liga besiegt, du Noob. Wir lassen Yoshi immer noch klein und süß. Yoshi levelt so schön gerade. Wir lassen ihn klein. Er wäre schon Chelterra, ne? Ich mag die Zwischen-Evolution auch nicht so. Dann können wir es so gleich skippen, ne? Dann entwickelt sich es gleich so beim nächsten Anlauf wieder. So, jetzt kommt storytechnisch. Jetzt muss es doch mal andrehen alles, ne? Jetzt muss es doch mal aufdrehen hier. Ah! Da läuft er weg. Oder er beschimpft die? Was macht er? Oh, oh. Hat er nicht gemacht. Autsch. Ist alles okay, Jo? Oh nein. Da, nimm, ich habe schließlich versprochen. Oh, ich habe die Maske zurückbekommen. Sehr schön. Grüß den Oni vor mir. Jo, ich glaube, ich muss mich hier bei dir ent... Ich geh mal. Wieso sind kleine Kinder manchmal anstrengend? Versteh's. Tut mir leid, so kenne ich ihn gar nicht. Jungs in dem Alter können schon ein bisschen unheimlich sein, oder? Ja, ein Schreck, ja. Ich bin in dem Alter definitiv nicht so abgedreht. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll.
Klapperkrach. Oh, oh. Hast du gehört? Ich glaube, das kam von der Gefährtenstatue. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Laser! Was geht hier ab? Nein, 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 oh Gott. Oh. Schnell ins Menü und die Cutscene unterbrochen, bevor er... Oh Gott, Tigerfish, was für ein Moment, wo du gerade reingeratet bist. Mitten in der Cutscene. Ich hab's jetzt kurz unterbrochen, dass wir die Cutscene jetzt dann alle in Ruhe angucken können. Da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo Tigerfish und hallo Gizmo. Schön, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz tolles Night und Lolly next door, hello. Schön, dass ihr reinschaut. Hattet ihr einen tollen Stream? Ihr habt Pokémon Schwarz-Weiß gezockt. Einen Randomizer von Pokémon Schwarz-Weiß oder wirklich so das Original Pokémon Schwarz-Weiß? Erzähl gerne. Und für alle, die dich mit mich nicht kennen, hello, ich bin die Louis. Schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen heute Pokémon Kamis in DLC weiter. Jetzt kommen gerade die drei neuen legendären Pokémon. Ich weiß nicht, ob es legendäre Pokémon sind. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke, ja. Ich bin gespannt. Ansonsten gibt es bei mir auf dem Kanal ganz viel Pokémon-Content und viel Nintendo-Content und gelegentlich was auf der Playstation. Und von dem her, hallo liebe Raider, schön, dass ihr reinschaut und ich hoffe, ihr genießt jetzt zusammen mit uns die Cutscene. Für mich ist das immer noch ein Tiger. Ein Affe und ein Pfau. Irgendwer hat gesagt, das ist ein Bär. Das ist doch ein Tiger. Das ist doch ein Tiger, oder? Geil, und keiner klatscht. So, die Pokémon sind so gespawnt, so. Okay, keiner. Diese Luft-Edition, die gerade so kam, dieses... Es wäre hier so ein Heuballen durchgelaufen. Was? Aber... Hä? Boin, boin. Bini, bini. Und Bär? Was wollt ihr von uns? Das ist doch ein Tiger, oder? Tuschelflüster. Was machen die da? Bene Bär und Bon Bon. Oh, ich verstehe gar nichts mehr. Oh, jetzt hauen sie ab. Oh nein. Alle in andere Richtungen natürlich. Es ist ein Hund. Okay, es ist ein Hund. Kein Tiger. Okay. Er hat schon ein bisschen so ein Tigergesicht, ne? Ein Bärtiger. Ein Schweinebärmann. Was ist hier gerade passiert? Waren das die drei Gefährten? Oh Gott. Ein Bierdog. Oh, stimmt, sie waren zu dritt und ihre Gesichter sahen ganz schön fies aus. Das waren sicher die drei Gefährten. Die Geschichte besagt, dass sie unter den Statuen zur Ruhe gelegt wurden, oder? Warum sind sie plötzlich wieder lebendig? Oh je, mir fällt gerade auf, sie sind in Richtung des Kulturzentrums verschwunden. Hinterher, Leute, hinterher. Das kann nicht so gut bedeuten, wir müssen schnell hinterher, Louis. Yes, sir. Kann man sie jetzt... Ich muss bestimmt gegen die kämpfen. Und kann ich sie dann... fangen, ist das... Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich hätte, glaube ich, hinfliegen sollen. Das wäre schneller gewesen. Ah ja, genießt die Aussicht. Ein Bärtiger. Oh Gott, ja, Eike. Oh Gott, wie man das schreibt. Krass. Muss mal wieder zum Barbier. Ja, die hat es auch gerade geschrieben. Geil, geil. Bon Ino war es. Ah, und deshalb sagt er Bon Bon. Bon Bon. Schon sweet auch. Auf zum Kulturzentrum. Wo wieder nichts los ist. Wir heilen schnell, wir heilen schnell. Sicher ist sicher. Sicher, heilen ist wichtig und richtig. Und wir tun, glaube ich, Voltron an den Anfang stellen. Weil Paralyse. Ein Mannbärschwein, ja. Das ist aus einer South Park-Folge. Das ist, ich weiß nicht, wer es geguckt hat. Aber das war super witzig. So, wir bewegen mal Voltron nach vorne. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo ich wieder hin muss. Dieses Kulturzentrum wird aber fett markiert, aber man weiß nicht so wirklich, wo man jetzt hin soll. Ne? Einen guten Abend, Fabio. Ja. Wir können auch... Es ist so anstrengend. Müssen wir mit ihr reden? Ich glaube nicht. Sie macht ja immer noch irgendwelche komischen... Was war das für ein Aufruhr? Also zumindest sagen die was, ne? Aber es ist nicht... Oh, es ist so anstrengend. Ein lautes Geräusch. Was für ein lautes Geräusch, das auf dem Pferdenplatz kam. Ein Feuerwerk war doch da oben gar nicht geplant.
Was ist das für ein Aufruhr da draußen? Man könnte klar meinen, die da draußen, aber... Das Kulturzentrum ist das Ding beim Schrein, aber aktuell wird mir hier der Marker hingesetzt, ne? Jetzt wartet. Der Marker war doch jetzt genau da, wo ich war. Genießt den schwarzen Ladebildschirm. Ich bin doch genau da, wo... Oh Gott, nein. Ach Gott, das ist nicht der Marker. Das ist nur da, wo ich hinfliegen kann. Dumm, 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 dumm. In der Tat, wir müssen da hoch. Danke, Destiny. Dankeschön. Dankeschön. Vipack hat's auch geschrieben. Dankeschön. Louis ist wieder dumm. Und viel Spaß, Fabio, beim Zocken von Pokémon. Ich hoffe auch, Karmesin oder Purpur oder was ganz anderes. So, und bei Tergafish gab's einen Nuzlocke. Und Randomizer von Pokémon Schwarz. Oh. Du hast nie Pokémon Schwarz-Weiß gespielt. Wie gefällt's dir? Für jemanden, der das jetzt so nachholt, wie ist es so? Wie ist es so? Das würde mich interessieren. Sehr schön, Destiny. Sehr schön. So, wir laufen hier mal vorbei und düsen hier hoch. Ich hoffe, also uns wird oben ein Wall of Text erwarten und wahrscheinlich müssen wir dann kämpfen. Würde ich jetzt mal schwer vermuten. An den Menschen vorbei. Kann man jetzt nicht Masken kaufen? War das nicht so? Die wichtigen Dinge des Lebens. Shoppen. Oh, wie süß. Habe ich die Masken, weil ich Pokémon Let's Go gespielt habe? Oh, die Evoli-Maske. Auch irgendwo creepy. Aber auch irgendwo... Oh, ich sehe es gar nicht, ne? Ein bisschen. Meine Cam ist jetzt... Ja, so ein bisschen. Ja, wir brauchen keine. Ich hatte gehofft, die sitzen so seitlich. Wie bei... ich weiß es gar nicht. Aber die haben die alle vom Gesicht. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo konnte man so Masken seitlich tragen, ne? Oh nein. Da ich es hochskaliere, ganz hübsch, also ein bisschen lustig. Oh Gott. Oh nein. Hat mich 4 Pokémon gekostet. Aber ist das so eine Nuzlocke, dass wenn deine Pokémon sterben, sie sterben? Also du kannst sie nicht wiederbeleben? Das tut mir leid. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht so. Und Dankeschön, Sandra, für die Rose. Dankeschön bei TikTok. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay, Aufruhr. Aufruhr im Kulturzentrum. Oh, willkommen, Louis. Du bist leider ein bisschen zu spät. Sind die drei hier vorbeigekommen? Du meinst wohl die Gefährten? Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Für solche Firlefanz haben wir keine Zeit. Also wirklich keine Manieren. Aber ja, sie waren hier. Bis eben noch haben sich die drei Gefährten beim Kulturzentrum aufgehalten. Sie waren sehr daran interessiert, die glitzernde Masken mitzunehmen, die wir hier aufbewahren. Den Wunsch konnten wir unseren Helden natürlich nicht abschlagen. Es war uns eine Ehre, ihnen die Masken übergeben zu dürfen. Ihr habt sie einfach weggegeben? Die Armen schienen auch sehr hungrig zu sein, wenn man bedenkt, wie viele gut gewürzte Kitagami-Mochi sie nur verspeist haben. Ihr habt sie auch noch bedient? Kitagami-Mochi sind randvoll mit Nährstoffen. Damit werden sie sicher noch größer und stärker. Na, klasse. Dabei sind die drei Gefährten die Bösen und die Masken gehören eigentlich Okapon. Arg, ich wünschte, ich könnte was sagen. Und wo genau sind sie jetzt hingegangen? Sie sind in Richtung des Oniyama aufgebrochen. Oh nein, da waren wir doch gerade eben oben. Vielleicht wollen sie die Schreckenshöhle der Oni zur Rechenschaft ziehen. Oh nein. Auf unsere drei Gefährten ist eben Verlass. Das ist wirklich nicht zum Lachen. Oh nein. Wir müssen die Geschichte, die Opa uns erzählt hat, wirklich stimmt. Dann sind die drei Gefährten bestimmt gerade auf dem Weg, sich Ogapon zu rächen. Heißt, dass der Oni mit der Kraft seiner Maske gekämpft hat. Aber Ogapon besitzt gerade keine Masken. Oh Gott, dann hat er ja doch so gut wie verloren. Gehen wir ihm helfen. Ja, ganz deine Meinung. Aber dafür müssen wir uns aufteilen. Geh du zur Schreckenshöhle und hilf Ogapon. Und gib mir vorher noch schnell die Maske und Chrysaphamen. Da laufe ich derweil zurück nach Hause, um die Maske reparieren zu lassen. Letzter Plan. Ich beeile mich und komme so schnell wie möglich nach. Sehr cool. Sehr cool. Und alles Rohr, ist das ein Nachthaare? Wollen Sie? Ja, ich habe bei Insta ein Bild gepostet und da ist sehr markiert, der Shop. Gern da vorbeischauen. Ich heiße bei Insta genauso wie hier. Bei TikTok. Sehr cool. Pokémon tot. Oh nein. Und nur ein Pokémon pro Gebiet. Ah, das sind immer die schlimmsten Nuzlocks, die du dir da ausgesucht hast. Tigerfish. Aber ich hoffe, es macht ganz viel Spaß. Das ist nämlich das Wichtigste. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich hier wieder richtig laufe oder nicht. Sag mir gleich, ob ich ein Schild finde, ne? Ich glaube, wir sind auch hier lang. Also nicht in das Kleinstein auf jeden Fall. Hier lang und dann da hoch. Und ich glaube, da war die Höhle. Da war die Höhle.
Nein! Oh Gott, das Mollung. Ich hab's nicht gesehen. Das war gut getarnt. Ich bin mitten rein. Und es ist billig. Also eh Schmutz. Aber ich habe schon eins, glaube ich. In einem Vierer habe ich ja schon. Nee, ich glaube, wir müssen hoch, hoch. Oh Gott, ich sehe mich jetzt schon in Sachen reinrennen. Wir müssen hier hoch irgendwo. Ja, genau. Ja, ja, genau. Hier, 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 hier. Zung. Was ich cool finde, die eine hat so ein Hisui-Fukano. Aber hier sind eigentlich nur normale Fukanos. Das heißt doch, wenn ich jetzt ein Fukano brüten würde, würde auch wieder ein normales Fukano rauskommen und kein Hisui, oder? Wenn ich jetzt ein Hisui rüber trade. Ich habe die männlichen Mollungsschmutz genannt, Destiny. Ganz wichtig. Schwarz und Weiß 2 habe ich am meisten gefeiert. Ich finde es immer noch schade, dass Pokémon Z nicht gekommen ist. Aber Pokémon Z war ja bei XY, ne? Von Schwarz-Weiß. Das ist ja eigentlich ein anderes Spiel. Und hallo, Evil King. Schönen guten Abend. So, auf zur Höhle. Ich hoffe jetzt... Also, ich weiß nicht, ob jetzt ein krasser Kampf kommt. Wir probieren es. Wir probieren es einfach. Ich habe keine Ahnung, von welchem Typ die sind. Die sehen alle irgendwie, als hätten sie den gleichen Typen, ne? Oh nein, sie verprügeln das kleine Uni. Oh nein. Am coolsten finde ich den Pfau. Bon. Bon Inu, da steht sogar. Ja. Oh Gott, Bon. Nein. Aber ich glaube, wir kämpfen jetzt. Beatori ist das andere. Bon. Beatori, Bon. Bonino, Bon. Bonino. Und das andere ist Benemaru oder so. Oh! Ich mag keine Affen. Und wieder habe ich ein Affen-Pokémon im Hals. Ein Benizaru. Ich mag ja keine Affen-Pokémon. Und jedes Mal kommt ein neues Affen-Pokémon dazu. Und jetzt sogar legendär. Oh, ja. Es ist auf jeden Fall mit Level 70 schnell stärker. Erstmal Paralyse. Erstmal Paralyse. Sicher ist sicher. Und jetzt one-shottet es mich wahrscheinlich. Nee, Paralyse. I know it was a good idea. Voltren da vorne zu packen. Jetzt schauen wir mal, was Elektroball macht. Ein bisschen. Jetzt kann ich eigentlich... Benizaru. Eigentlich kann ich jetzt noch die andere Attacke noch aussehen. Schlammwoge. Oh, ist ja ein Gift-Pokémon. Das sieht nicht gut aus für Voltran. Aber ich werde jetzt einen Ladungsstoß noch machen. Der auch nicht mehr Schaden macht. Und dann, macht Ladybug das fertig. So. Tschüss, Caputo. Ganz schönen Abend dir noch. Affen sind voll cute. Ich weiß, ich mag irgendwie keine Affen-Pokémon. Also ich mag keine Affen. Und dann auch keine Affen-Pokémon. Ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so eine Abneigung. Nicht böse gemeint, ne? Nicht böse gemeint. Ein Volltreffer. Sehr gut. Roro. Digitiert's jetzt? Nee. Oh, hätte ich's fangen müssen? Bestimmt hätte ich's nicht fangen können, oder? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst. Hätte ich das jetzt fangen müssen? Kann man bestimmt später. Geil, und die anderen warten so hinten im Exo. Chillasam entwickeln und alle legendären Pokémon nur so. Wir müssen weiter. Wir müssen den anderen noch verprügeln. Und hallo Fairy Nails. Okay, der Affe ist geschockt. Saru. Oh, muss ich jetzt am Ende noch gegen den anderen kämpfen? Wahrscheinlich gegen alle drei. Bon. Bea. Ich weiß nicht, wie ich sie synchronisieren soll. Ey, hört auf damit. 3 gegen 1 ist ja mal so richtig feige. Aber jetzt... bekommt ihr es mit uns zu tun. Ihr werdet es auch bereuen, wieder zum Leben wach zu sein. Oh. Jetzt hauen sie ab. Wie feige ist das denn? Mist, sie sind geflohen. Vor allem, sie sind an uns vorbeigelaufen und dann so, sie sind geflohen. Wir hätten uns auf sie stürzen können. Wir hätten Krokel hinterher schmeißen müssen wie so ein Ball. Und dann hätte Krokel schon sein Ding gemacht. Da hat ihnen meine Stärke wohl Angst angejagt. Louis, also ich. Na los, raus damit. Entschuldige dich, dann können wir das auch klären. Wegen der Maske, ich war so sauer und dann... Das war echt dumm von mir. Es tut mir leid. Okay. Angenommen. Wir sind ja nicht so. Und danke, Michael. Dankeschön. Wird gemacht.
Danke, Louis. Einfach ein Bein stellen. Ja, so eine Schnur ziehen. Einfach so eine Schnur ziehen. Er hat so vor sich hin geschmollt. Da habe ich ihn am Schlawittchen gepackt und hergeschleift. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Und hallo, Molly. Schönen guten Abend. Boin, boin. Oh, Pon Pon hat schon echt süßes Gesicht, ne? Oh, dieses Gesichtchen. Der Oni. Das ist ja wirklich der Oni. Ich kann es nicht glauben, wie niedlich er ist. Jo, du wolltest ihm doch die Maske selbst zurückgeben. Gut, ja, lieber Oni, hier, das gehört dir. Mario einfach der Beste, ne? Ja, das wissen wir. Ein Kappamon! Oh, Kappamon sind cool. Kappamon sind niedlich. Gibt's ein Kappamon-Pokémon noch nicht, ne? Kommt vielleicht auch mal. Oh Gott. Naja, ihr habt euch gerade erst getroffen. Vielleicht machst du ihm noch etwas Angst. Oh nein. Von mir scheint er sich zu fürchten. Versuch du ihm mal die Maske zu geben. Geil, er dreht sich um und das Ding tanzt wieder. So. Du gibst Obermon die Maske zurück. Oh, sweet. Point, point. Da freut sich aber jemand. Es scheint dir zu vertrauen, Louis. Ogapon sollte auch die anderen drei Masken zurückbekommen. Findet ihr nicht auch? Aber die wurden vom Kulturzentrum nicht den Gefährten mitgenommen. Moment. Ja, genau. Und das, obwohl sie rechtmäßig Ogapon gehören. Wer weiß, ob diese Rowdies wiederkommen, um Ogapon anzugreifen. Wir müssen das beschützen und es den drei Gefährten heimzahlen. Diese Mission schreit gerade dazu nach einem würdigen Teamnamen für uns. Oh, ich weiß, die drei Masketiere. Was für ein kreativer Pokémon-Name. Da hat sich das Marketing-Team wieder selbst übertroffen. Ist dir der Name nicht cool genug? Pass bloß auf. Sonst bist du dein Titel als Vize-Anführerin schneller wieder los, als du Pipi sagen kannst. Darf ich auch mitkommen? Na, aber hallo, natürlich bist du dabei. So, und jetzt macht uns epische Team auf nach Midoriya, um Infos zu den drei Gefährten aufzuspüren. Die Masken holen wir uns im Nukuma nicht zurück. Den zeigen wir es. Los geht's. Und dankeschön, Lotus, das ist ein Onesie. Das ist ein Onesie, tatsächlich. Richtig cool. So, Ogapon begleitet dich nun. Habe ich es im Team? Oh nein, das ist hinter mir. Oh, wie sweet ist das denn? Können wir fliegen oder müssen wir, Da ist Kappa-Derp. Oh, Kappa-Derp, wie es rumdörpelt. Können wir fliegen? Ja, wir können fliegen. Was für ein Pokémon? Kein Pokémon, ein Kappamon. Kappamon sind diese, auch aus der japanischen Mythologie, so Monster-Yokai, die so im Fluss gelebt haben. Und ich frage mich, wann sie sowas mal als Pokémon rausbringen. Es hat ein Sternchen am Popo. Boin, boin. Huch, was hast du denn da, Ogapon? Bestimmt möchte es nicht ins Dorf. Oh nein, es hat Angst vor dem Dorf. Kein Wunder, nachdem sie die Dorfbewohner es damals von hier vertrieben haben. Stimmt, da hast du recht. Na gut, dann wartet Ogapon eben hier auf uns. Wir drei können ja auch im Alleingang Informationen zusammentragen. Meinst du, es kommt klar damit, hier kurz allein zu sein? Hm, mal sehen. Ogapon, pass gut auf dich auf. Ich fasse das mal verständlich zusammen. Pon Pon ins Dorf. Wir bleiben nicht bewegen, Pon. Kapiert? Alles Pon. Pon. Das hat wohl nicht ponzioniert. Hm. Wart ihr auf uns okay? Einfache und klare Kommunikation hilft meistens. Oh, dankeschön, Lotus. Schön, dass du reinschaust. Ich bin die Louis. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Pon. Das hat es wohl verstanden. Ihr wollt mich veräppeln. Dabei habe ich mir bei meiner Erklärung so viel Mühe gegeben. Gut. Dann. Es regnet. Stimmt, Kappaloris ist ein Kappamon, ne? Eigentlich. Sammle Informationen. Rede ich jetzt einfach mit Menschen oder? Oh ne, da ist schon was gehighlightet. Da ist schon irgendwas gehighlightet. Ah, wahrscheinlich die Fotografin, oder? Die Fotografin? Oder die hier, die Lästern? Lästern die? Oh, die drei Gefährten. Die sind fantastisch. Wir müssen nur gucken, welche NPCs auffällig aussehen. Die sieht zum Beispiel anders aus. Ne? Die sieht anders aus. Und hallo Jay. Heute im Dachtower-Outfit. Ja. Seufz, wo ist Senora Onea und Senior Billy nur hin? Wer auch immer das ist. Sie wollten an einem Ort, von dem aus man ein wunderschönes ländliches Feld überblicken kann. Aber wo in der halt aller Welt soll das sein? Okay, aber das sind wahrscheinlich andere. Da!
Benesaru. Erst dachte ich, da würde ein Mensch auf dem Boden liegen. Aber es war Benesaru, das sich gerade ein Mittagsschläfchen gegönnt hat. Kein Wunder, am Teich schläft es sich bestimmt sehr gut. Du hast einen Hinweis bekommen. Oh, am Teich. Komm wieder, wenn du fertig bist. Die hat nichts. Die auch nicht. Also wahrscheinlich muss ich hier drei Sprechblasen finden, ne? Und die sind ja in der Regel immer ein bisschen orange markiert, ne? In Emerald Crossing gibt es Ron Kappa in Resident Evil 8 auch. In Animal Crossing gibt es auch einen Kappa. Ja, der im Boot ist ein Kappamon. Stimmt, stimmt. Und in Resident Evil gibt es auch eins. Ach, sehr cool. Die sieht auffällig aus, Pon. Ja, die sehen auffällig aus, Pon. Oh, ich mag ihr Outfit. Sag mal, findest du nicht auch, dass wir das verliebteste Pärchen überhaupt sind? Oh, wie süß. Na klar, ich wette, es gibt nicht einmal Pokémon, die so unzertrennlich sind wie wir. Nicht wahr? Oh, die trennen sich bestimmt bald. Hey, du da, wenn du zufällig ein Pokémon-Pärchen findest, das genauso verliebt ist wie mein Schatz und ich, würdest du es bitte zeigen? Oh, wie süß. Ich bezweifle aber stark, dass es eins gibt. Also ich würde jetzt Plusle und Minum würde ich ja nehmen. Das ist, finde ich, so ein Pokémon-Pärchen. Ich sehe gerade aber Werbung jetzt bei Twitch. Ich warte aber natürlich noch. Ein Bonino. Warte noch kurz, 5 Sekunden. Nachtara ist meine Lieblings-Evoli-Form. Ja, Shiny Nachtara ist echt cool. Sehr, sehr cool. Ja, der Onesie ist fantastisch, genau. Denk an die Mäuse. Oh Gott, ja. Daniel schreibt es gerade. Oh, aber sind die verliebt? Naja, sie kriegen ganz viele Babymäuse, ne? Und hallo Daniel, schön aufs Reithaus. Oder Hoshi, wie es dir lieber ist. Wie es dir lieber ist. Das ich nicht. Ich hasse Pärchen. Ach so. Immer diese Pärchen-Pokémon-Trainer, ne? Oh. Pärchen-Pokémon-Trainer ist schon cool, oder? Ich war ja auf der Gamescom und da war ein Pärchen und das Mädel hatte einen Shiki-Rucksack und er hatte einen Glumanda-Rucksack. Und dann war das so ein Pärchen mit diesen zwei Rucksäcken. Couple-Goal. Alles erreicht, wenn du das mit deinem Partner machst. Totales Couple-Goal. Und das Unicorn, Dankeschön für den Follow. Schön, dass du reinschaust. An alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Louis. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Pokémon Kamis in DLC. Und suchen jetzt nach Hinweisen. Ah, Illumise wäre auch eine Möglichkeit, Sassy. Das stimmt. Illumise, ja, das sehe ich auch. So, Bonino sagt, ich habe Bonino von den drei Gefährten gesehen. Mit seinem herrlichen lila Schal war es auf der Paradiesebene unverkennbar. Okay. Und jetzt brauchen wir noch einen. Einen Hinweis. Nope. No. Oh ja, Beatori da. Sehr schön. Ich habe Beatori zum Oniyama fliegen sehen. Das war unglaublich schnell. Okay. Lagebesprechung. Bald gibt es den Evoli-Rucksack. Ja, der Evoli-Rucksack ist auch mega. Den würde ich mir auch gönnen. Den würde ich mir auch gönnen. Ah, von TikTok her gewechselt. Das ist auch sehr cool. Schön, dass du reinschaust. Hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Orgapon. Okay. Dann lass mal hören, was ihr zwei in Erfahrung gebracht habt. Zuerst, Jo. Also, ich habe gehört, dass... Okay, und jetzt überspringen wir das, ne? Okay, wir haben alle die gleichen Infos gesammelt, weil wir alle mit den gleichen Menschen gesprochen haben. Verstehe. Danke, eure Infos sollten wir jetzt genug sein, um alle drei Gefährten ausspielen zu können. Okay. Mit welchem starten wir denn? Von euch zwei Musketieren hatte ich nichts anderes erwartet. Die Belohnung für eure Art der Arbeit ist das Lob und die Anerkennung eurer Anführerin. Damit wir die Infos der drei Gefährten nicht vergessen, werde ich sie schnell in dem Smart Rotom speichern. Wenn man dich trägt, zählt das als Evoli-Rucksack. Nein, als Nachtara-Rucksack. Oh Gott, das ist ja auch echt cool. Wenn ich so huckepack bin, ist das dann ein Nachtara-Rucksack? Oh, die Frage ist berechtigt. Ich finde es gut. Ah, schau, da sind sie markiert. Beatori, Benesaru oder Bonino. Welchen wollen wir denn als erstes? Der Benesaru ist am nächsten, ne? Dann kämpfen wir ja wieder gegen den Affen. Kann man ihn dann fangen? Also dann holen wir uns die Wasser zurück. Los geht's! Woohoo! Ich komme nicht mit. Was? Du gehörst zum Team. Du kannst doch nicht einfach hängen lassen. Es reicht auch, wenn Louis dabei ist. Dann fühlt sich der Uni bestimmt sicher. Oh, das Kind und das Drama. Ich habe was zu erledigen. Da sprintet er los. Sorry. Tüdelü. Schmolle jetzt schon wieder, oder was? Egal, ich kann dir schlecht sein Glück zwingen. Machen wir halt zu zweit weiter. Du darfst entscheiden, wohin wir als erstes aufbrechen. Keine Sorge, Ogapon, werden wir all deine Masse zurückholen. Verlass dich drauf. Ach, so süß sein Gesicht. Boin, boin. Ich brauche Pompons, oder? Das wäre noch cool.